Was gibt es Schöneres, als an Weihnachten mit seinen Liebsten zusammen zu sein? Wir hoffen, dass auch du heute an Weihnachten mit deinen Lieben zusammen sein kannst. Unsere 24. Übung, die letzte Übung in unserem Adventkalender, heißt der Tisch. Dazu bringst du einfach beide Hände hinter deinen Rücken. Wenn es dir unangenehm ist, dass die Finger Richtung Gesäß schauen, dann kannst du die Hände auch seitlich oder nach hinten abwinken, wie es für dich angenehmer ist. Stelle deine Füße hüftweit auf. Ja, stütze dich ein bisschen ab den Händen ab und bringe jetzt dein Gesäß nach oben Richtung Decke. So wie ein Tisch. Und du senkst wieder langsam ab. Achte darauf, dass die Knie nicht nach vorne wandern. Auch hier eher das Gesäß nach hinten unten bringen. Und wieder hoch. Wenn du oben bist, spanne dein Gesäß fest an. Wieder absenken. Und wieder hochdrücken. Kräftig die Beinrückseite, den Beinbizeps, die Rückenstreckmuskulatur. Eigentlich auch hier wiederum die gesamte rückwärtige Muskelkette. Ist dir diese Übung zu einfach, kannst du gerne ein Bein lang strecken. Achte darauf, dass deine Oberschenkel parallel bleiben, also beieinander bleiben. Auch hier kannst du jetzt den Gesäß senken und wieder anheben. Und natürlich auch auf der anderen Seite. Und jetzt ein schönes Weihnachten. Heute ist Heiligabend und somit öffnet sich das letzte Türchen unseres Adventkalenders. Dafür habe ich mir die Hilfe meiner beiden Weihnachtstrainerinnen geholt. Nenne zwei der fünf Sportanlagen, die der Askövat Wien betreibt. Im Namen des Askövat Wien wünschen wir euch und euren Familien frohe Weihnachten.